Wir bewegen uns ja heute aktuell in dem Spannungsfeld auf der einen Seite Globalisierung, freier Handel und auf der anderen Seite der zunehmende Protektionismus nationaler Märkte. Ich denke, beides ist der falsche Weg. Ein fairer Welthandel über alle Grenzen hinweg zu angemessenen Bedingungen, der soziale Vorteile für alle bietet, gerechte Löhne, ist die wirkliche Alternative für die Weltwirtschaft. Und dazu leistet die GEPA seit über 40 Jahren einen beispielhaften Beitrag und eine Erfolgsgeschichte, an der sich viele orientieren können. Fair Trade and GEPA means a lot to us, because our farmers are getting fair prices for their coffee. I'm very grateful to see this kind of packaging with the Ankore Coffee Producers Cooperative Union, because much of our coffee is always used in a branding other coffees, but it wouldn't find it exactly as Ankore Coffee. So to me it is very grateful because our coffee is a very good Robusta coffee, but normally many of the roasters blend it with Arabica. They don't want to have pure blends for roasters. Die GEPA hat bereits mit Gründung 1975 damit angefangen, die Menschen hinter dem Produkt zu zeigen. Und von daher haben wir das Thema Lieferkette von Anfang an transparent gemacht. Die wirtschaftliche Entwicklung der GEPA ist wirklich sehr gut. Das zeigt, dass die Verbraucher dem Pioniergeist der GEPA folgen. Wir haben in den letzten Jahren permanent Umsatz und auch Ergebniszuwächse gehabt und sehen trotzdem noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir glauben, dass nach wie vor weiterhin positives Entwicklungspotenzial vorhanden ist.